haben wir die Maschine gestartet. Ihr seht hier, wie die Maschine den Ski zentriert, dass er haargenau gerade über den Stein läuft, dass dann auch die Struktur am richtigen Ort auf dem Ski aufgeschliffen wird. Belagbearbeitung mit dem Stein, der jetzt in diesem Fall viermal vorgeschliffen wird, damit der Belag schön plan ist und die Schiene auch gut fahrbar. Zugleich wird die Seitenkante, das heißt die Unterkante, bearbeitet, vorgeschliffen, dann umgeschwenkt auf die Seitenkante. Struktur, da schafft der Stein mit einer anderen Geschwindigkeit und mit anderen Drücken. Und am Schluss nochmal Unterkant. Das ist der Finish. Und am Schluss die dritte Abteilung mit dem Kanten polieren. Okay. Also ich werde hier verschiedene Strukturen anwählen. Womit du die Eingaben von verschiedenen Geschwindigkeiten kann ich die Struktur verändern, in Größe, in Breite, in Tiefe und so weiter und so fort. Das ist beliebige Möglichkeiten. Zum Beispiel eine Wellenstruktur. Und so weiter und so fort. Und das ist jetzt der geschliffene Ski. Das ist der fertig geschliffene Ski. Schau, ob die Kante durchgehend scharf ist, ob sie braun hat. Muss sie nicht her. Du das Restwasser abstreichen. Schau, wie die Struktur ist gekommen. Schön rausgeschliffen. Die Kante ist nicht verschliffen. Perfekt.